Hallo ihr Lieben, da ist eure Kocheule. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir starten heute durch mit einem wirklich tollen Fischrezept. Und zwar machen wir unser leckeres Fischcurry. Ihr seht ein bisschen Gemüse, leckerer Fisch, ein paar Gewürze und ein paar gute weitere Zutaten. Und das Fischcurry kann serviert werden. Wir brauchen nicht viel. Ihr findet die genauen Mengenangaben direkt unten in der Videobeschreibung. Am besten vorher zusammenrichten, dann könnt ihr gleich durchstarten. Und genau. Dann habt ihr alles parat. Jetzt legen wir los und zwar fangen wir an, indem wir uns den Zwiebel und Knoblauch einfach erst einmal zerkleinern. Eine halbierte Zwiebel, zwei Knoblauchzehen. Ihr könnt natürlich optional den Knoblauch weglassen oder durch Ingwer ersetzen. Und dann wird das Ganze jetzt einfach für 5 Sekunden auf, für 4 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. So, jetzt darf ich alles mit dem Spatel nach unten schieben. Ja, muss ich mich gerade direkt ärgern. Ich habe vergessen, meinen Miximizer zu verwenden. Falls wer nicht weiß, was das ist, wir verlinken euch da gerne ein Video. Ja, da geben wir jetzt unser Kokosöl dazu. Ich finde einfach, dass in dem Fall Kokosöl, ja, mit dem ganzen Rest einfach super harmoniert. Ihr könnt natürlich auch normales Öl verwenden oder ein bisschen so ein chinesisch Erdnussöl, könnt ihr euch da voll austüben, Sesamöl. Aber ich finde, das passt da am besten dazu. Und jetzt wird das Ganze für 2 Minuten auf 120 Grad Stufe 1 angedünstet. So, jetzt haben wir da mal angedünstet. Da machen wir gleich weiter. Vorher tue ich mir einfach nur noch meine Karotten, Brokkoli und Paprika einfach in Varoma schön verteilen und schaut eben, dass da ein paar Luftschlitze drin sind. Da nehme ich mir jetzt einfach nur zur Sicherheit meinen Kamin. Den setze ich mir da rein. Genau, dann nur ein paar Paprikascheiben. So. Genau, perfekt, den Deckel drauf. Dann ist der Varoma mit dem Gemüse schon mal vorbereitet. Jetzt in dem Rezept, wenn ihr keine Kokosmilch, weil ihr habt Kokosmilch verwendet, wenn ihr das nicht wollt, dann macht es echt einfach mit mehr Fischfond und ersetzt den Fischfond, also die Hälfte der Kokosmus nur mit Fischfond und dann könnt ihr nur einen Teil mit Wasser strecken und einen Teelöffel mehr Gewürzpaste. So könnt ihr euch das einfach dann ein bisschen anpassen, aber ihr könnt die Kokosmilch weglassen und habt trotzdem ein super leckeres Fischcurry. So, jetzt kommt da eben rein einmal der Fischfond, der übrigens wirklich wichtig ist. Da ist am besten, ihr besorgt euch da echt einen guten. So, dann die Kokosmilch dazu. Ich muss meine Sauerei wegmachen, die ich doch ganz gern immer wieder mache, wie es ausschaut. Ach, das nehme ich mit ins neue Jahr. Ich glaube, das bleibt mir erhalten. So, übrigens, flüssigkeitstechnisch habe ich eben den Fischfond genau unten beschrieben. Es sind 2 Dosen Kokosmilch, nur dass ihr das Bescheid wisst. Dass ihr auch wirklich eine schöne Soße habt, weil wir doch relativ, doch eine größere Menge Fisch haben. So, jetzt kommen wir zu diesem Fond, Sud, wie auch immer. Gibt es jetzt nur die Gewürzpaste dazu. Den Limettensaft. Curry, logisch. Salz, Pfeffer. Und optional ein bisschen Sojasauce, das könnt ihr, könnt es aber auch weglassen, das ist einfach so für mich nur ein bisschen ein Geschmacksgeber. Natürlich kommt statt ein Messbecher der Varoma mit dem Gemüse drauf. Ansonsten haben wir noch kein fertiges Gemüse fürs Curry. Und das Ganze wird jetzt für 17 Minuten auf Varoma Stufe 1 gegart. So, jetzt stellen wir den Varoma kurz zur Seite. Jetzt seht ihr mal da kurz rein. Einfach eine sehr schöne Farbe hat das Ganze natürlich vom Curry. Der Duft,
traumhaft. Jetzt wird im Endeffekt einmal die Speisestärke mit ein bisschen Wasser glatt gerührt. Wirklich nur so viel Wasser, dass sie sie schön auflösen lässt. Und kaltes Wasser, wichtig. So. Die geben wir da jetzt dazu. Und ihr könnt da natürlich, wenn ihr die Soßen dicker mögt, einfach ein bisschen mehr Speisestärke nehmen. Das ist ja immer ein bisschen eine Geschmackssache natürlich. Genau, einfach anpassen an euch. Dann den Deckel aufsetzen. Den Varoma wieder aufsetzen. Und jetzt wird das Ganze nun mal für 3 Minuten. Varoma Stufe 1 eingedickt. So, jetzt nun mal den Varoma zur Seite. Dann, wie gesagt, überprüfen, ob das nach eurem Geschmack eingedickt ist. Ansonsten den Vorgang wiederholen. Und dann kommt jetzt noch unser leckerer Fisch dazu. Schneidet den auch wirklich in so schöne Stücke, also auf jeden Fall 3 cm. Der gart jetzt ziemlich gut in diesem heißen Sud, sage ich mal, in dieser heißen Soße, relativ schnell durch. Und wichtig ist, dass ihr den jetzt auf keinen Fall zu lange macht. Ansonsten, also mir passiert es auch immer wieder mal, dass er dann einfach zu lange und dann ist der Fisch halt relativ zerfledert. Und somit lieber nicht zu lange. So. Das da rein. Setze ich das einmal so ganz fein mit dem Spatel durch, dann sieht man schon, dass außenrum einfach auch schon wirklich gart. Gell? Also das geht ziemlich schnell. Und der wird jetzt nur noch wieder mit Varoma, damit das Gemüse auch schön gar wird. So, mit Varoma. Und nur mal eben 2 Minuten. Varoma, diesmal wirklich Linkslauf. Und Sanftrührstufe wird jetzt nun mal fertig erwärmt, sozusagen der Fisch. So, jetzt ist alles fertig. Wir holen uns einmal zuerst das gedämpfte Gemüse raus. Und zwar habe ich da jetzt eine größere Schüssel, da kommt jetzt alles zusammen. Erstmal das ganze Karotten-, Brokkoli- und Paprikagemüse. Das übrigens perfekt vom Garpunkt her ist, nur doch ein bisschen knackig, schöne Farbe und trotzdem durch, ganz wichtig. Und das ist ja bei Karotten eben auf jeden Fall wichtig, dass die lang genug drinnen sind und nicht zu lange. Und jetzt seht ihr, wie wunderbar der Fisch jetzt wirklich in diesen 2 Minuten, kann ich den auch gerne mal auseinanderstechen. Ja, das geht jetzt gerade schwierig. Ist zu heiß. Genau. Doch. Perfekt. Ich habe übrigens Red Snapper. Den nehme ich einfach extrem gern für solche Geschichten, weil, ja, warum? Weil er keine Gräten hat. Also kaum eigentlich. Mir ist noch nie eine Gräte untergekommen. Ist uns auch vom eben da, wo ich den Fisch immer hole, beim Fischhändler im Prinzip empfohlen worden für Curry. Und seither haben wir uns ein bisschen in den verliebt, weil den kann man im Endeffekt in jeglicher Variation genießen. Und ja, kennt ihr aber auch Zanderwaller, Scholle, Heilbutt. Also da sind eure Fantasie, euren Geschmäckern ist da jetzt nichts, sind keine Grenzen gesetzt. Ich koste den jetzt nur noch mal, ob er wirklich durch genug ist. Ansonsten einfach nur mal kurz verlängern, aber nicht länger wie 1-2 Minuten. Und dann wird angerichtet. Wird nochmal kurz nachgestellt. So, ich habe jetzt tatsächlich nur mal 2 Minuten nachgestellt. Ihr müsst einfach wirklich ein bisschen schauen, wie ihr habt letztes Mal die Stücke ein bisschen kleiner geschnitten gehabt.
diesmal ein bisschen größer, darum muss man die Zeit dann einfach ein bisschen im Auge haben. Jetzt füllt euch das um. Wupp. Und ihr seht, ihr habt da echt eine wunderschöne Portion. Und natürlich könnt ihr zum Beispiel auch nochmal Fisch nachlegen. Also wenn ihr sagt, ihr habt so viel Soße über, dann könnt ihr gern nochmal einen Fisch am nächsten Tag oder übernächsten Tag nochmal einen Fisch reinlegen. Nochmal kurz aufwärmen oder den Garn in der Soße und fertig. So, und ich richte jetzt eine Portion an, habe da Reis gekocht und da kommt jetzt noch was von unserer leckeren, von unserem leckeren Curry dazu. So, und fertig ist unser Gericht. Ich zeige es euch da nochmal, da sitzt es schöner. Fischcurry, Gemüse, Reis, ja, also alles dabei, was man für eine volle Mahlzeit braucht. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall beim Nachkochen ganz viel Freude. Ich freue mich auf eure Kommentare. Probiert es aus, es ist wirklich super lecker. Und ja, wir sehen uns ganz bald wieder. Alles Liebe. Ciao, ciao.